It seems that we have a visitor, Holmes. Indeed. Come in. Hello, Sir Henry Baskerville. Did you have a good trip? But how do you know who I am? I had not announced my visit. By looking at your dress, it is totally unsuited to our wet English weather. This allowed me to deduce that you came here in a hurry and carrying the bare minimum in your luggage. Then there is a blue ink stain on your thumb, the same blue ink used by the passenger service at Waterloo Station to print their tickets. Your ticket has stained your thumb because of the rain. Also, my attention was attracted to your cufflinks with the initials HB, but still I had not yet made the connection with the famous Baskerville family. It is by remembering a Times article that I deduced your identity. It was telling of the odd death of Charles Baskerville and the likely return of his nephew and only heir, Henry. Brilliant. Your reputation is well-deserved, Mr. Holmes. But let me explain the purpose of my visit. I am... You do not believe in legends, and you would like to clear the circumstances of your uncle's death. You need a factual, logical, and rational explanation of what some call the curse of the Baskervilles. And who else, in all modesty, but Sherlock Holmes and his faithful friend Dr. Watson would be able to solve such a mystery? Watson, my friend, pack your bags. We're leaving for Baskerville Hall. Tell us about the curse of the Baskervilles, Henry. Its origin dates back to my ancestor, Hugo Baskerville. It is said he was a vile person who earned the wrath of the devil. After his death, all our ancestors seemed to come to bad ends at Baskerville Hall. At the scene of each death, there were always dog or wolf tracks, but gigantic. Thus, over the centuries, a legend was built, that of a creature from hell, the Hound of the Baskervilles. My uncle was sure that it was a reality. He was convinced that the beast would take him sooner or later, as it took all those our lineage. With his last letter, he sent me this medallion. According to Charles, it was needed to break the curse of the Baskervilles, but he did not know how to use it. Do you believe in this legend, Mr. Holmes? We'll have to exhaust all other hypotheses before falling back on that one. Baskerville Hall in sight. Holmes, Doctor, welcome to Baskerville Hall. The servants are not here to welcome us, I fear. They were severely affected by the death of my uncle and have since retired. The family portraits gallery, I assume. But why such expressions on their faces? These pictures have not always been so disturbing. According to my uncle, the changes in the paintings occurred after the violent death of the portrayed Baskerville. It appears to be one of the effects of the curse. Have you noticed? The family coats of arms under the pictures are missing. Indeed, it is an interesting point to begin our investigation. Where can these coats of arms be, and why did they disappear? Let's try to find them. I cannot stay here any longer. The sight of those ghastly faces is unbearable. Und damit heiße ich euch hier willkommen zum Start von einem neuen Sherlock Holmes Teil, und zwar der Hund von Baskerville. Ja, wie ihr seht, ist er wieder anders als andere Teile, die wir davor kennen. Ich hoffe nur, dass es nicht so wimmelbildmäßig ist. Und wenn, ist es schon mal besser als das andere, weil, ja, ich sehe, dass da was leuchtet. Ich habe das auch schon vorher gesehen. Einfach aus dem Grund, hier ist schon mal eine Audio vorhanden, ne? Das war ja in dem einem Teil da überhaupt nicht der Fall mit dem persischen Teppich. Ich lasse mich überraschen, bis jetzt wirkt es so ein bisschen wie so ältere Point-and-Clicks. Nur mit deiner schöneren Handhabung, hoffe ich mal. Es gab zwei Schwierigkeitsgrade, leicht und schwierig. Ich finde es doof, dass es nicht so eine Mittelvariante gab. Ich habe jetzt schwierig gewählt, es gab jetzt keine Einführung, weniger Hinweise oder Hinweise laden sich langsamer auf, irgendwie solche Sachen halt. Also, und die Rätsel und Dinger sind alles etwas schwieriger. Ich guck mal, wie ich damit damit klarkomme, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass leicht vielleicht zu leicht wäre, ne? Und ihr kennt mich ja ein bisschen, ne? So, Wappenstück. Das nehmen wir mit. Stück von Rogers Türschloss. Krug mit Wasser. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Ist doch ein bisschen, also so, ist nicht ganz wimmelbildmäßig. Es ist halt wirklich so schön Point and Click.
Das sind echt komische Fratzen. Wetten, den Fluch kann man so aufheben, indem man die Sachen... Pirat gab's auch, cool. Indem man die Wappen dort findet oder so. Obergeschoss. Da fehlen noch ein paar Objekte, und zwar diese Sachen, aber da haben wir nichts dergleichen. Diese Tür ist mit Bretterfärbung barrikadiert. Wir müssen die Bretter entfernen, wenn wir in den Raum möchten. Oh, das Klopfen. Es hat schon eine sehr, sehr, sehr interessante Atmosphäre, muss ich ja mal sagen, ne? Sonst haben wir nur noch das. Rogers Raum. Das gehört da irgendwo hin. Ah, ich habe alles gefunden. Okay. Mhm. Gut. Ernsthaft, ich habe alles gefunden. So, das habe ich schon mal. Okay, aber das da gehört doch nicht dahin. Und das kann ich mir dort auch nicht vorstellen. Das da könnte ich mir eigentlich dort vorstellen. Also mit dem hier so verbunden halt, ne? Und das da. Das muss... Nee, eher dorthin. Das eher dorthin. Aber dann passt das da nicht mehr. Und das dann nämlich auch nicht mehr. Warte mal. Ach, gucke mal. Ah, das Gelbe muss also nach oben. Aha, aha, das Gelbe kommt nach oben. Tada! Wirklich großartige Arbeit, mein Freund. Du hast es gelöst. Unheimlich. Sir Roger Baskerville is certainly one of the most famous hunters in all of Great Britain. Indeed, Dr. Watson, my grandfather spent a large part of his life traveling the colonies of the Empire to stalk the largest predators in the world. Let us try to learn more about the tragic death of Sir Roger Baskerville. Such a distinguished hunter could not possibly have been killed by a simple dog. Ja, vielleicht war es auch... Was war das eben? Ich war ja die ganze Zeit schon irritiert, weil hier das Auge aufgeht und dort genauso. Aber das gerade war nicht besser. Ein Kristallauge. Der Kristall hat die Form eines Auges. Es scheint ganz leicht zu vibrieren. Whisky. Ein Glas irisches Whisky. Was für eine Unordnung. Kann ich den da irgendwie verwenden? Nö. Wolfskopf. Finden Sie den augenlosen Wolfskopf nicht auch irgendwie merkwürdig? Aha. Da gehört also das Auge rein. Ein Gitter. Da ist irgendein Hebel. Noch drei Rostflecken sind zu entfernen. Ja, den Gitter ist ein Hebel, doch es ist zu verrostet, um es zu öffnen. Da müssen wir die Rostflecken irgendwie entfernen. Okay. Also bis jetzt gefällt es mir. Also ich bin, da fehlen die Reißzähne. Es sind nur sehr viele Sachen, die hier vorhanden sind. Die fehlen und so. Bis jetzt. Aber das wird, denke ich mal, also für mich definitiv großen Spaß bedeuten. Wir sollten die Vorhänge öffnen, damit Licht in die dunklen Ecken des Raumes scheint. Ja, dann öffne sie doch. Ein Messer habe ich und ein Papier. Kann ich das da irgendwie anwenden? Nee. Und hier diesen Spannhaken für eine Armbrust. Ah, das Vorhängeband. Das ist überhaupt nicht unheimlich. Nein, gar nicht. Bin ich froh, dass das alles so Bilder sind und ich nicht wegrennen muss. Bin ich sehr froh drüber. Aber jetzt kann ich mir das angucken. Ich glaube, das sind auch diese... Ja, das sind diese Hinweise. Aber ich möchte es gerne ohne Hinweise schaffen. Da ist ein Handabdruck, ja. Da ist ein Hufeisen. Aha, aha, aha. Also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Hier ist was... Ach so. Ach so. Doch ein Wimmelbild. Ah, okay. Und ich gucke die ganze Zeit und habe das unten total übersehen. Fernglas. Knochen. Nein, das ist eine Axt. Wo sind die Knochen? Da sind die Knochen. Der Bogen. Wenigstens sieht man es hier ein bisschen besser. Na, was heißt hier ein bisschen? Deutlich besser als... Das eine Mal, also was heißt das eine Mal, das andere Mal mit diesem persischen Teppich. Nein, das ist keine Kette. Da ist die Kette.
Handschuhe? Was müsste so ein Handschuhe, Handabdruck und Haken? Und Handschuhe. Wo sind denn die Handschuhe? Da sind die Handschuhe. Dann haben wir ein Horn, Hufeisen und Peitsche. Ist das ein Horn? Ja. Dann fehlt doch noch die Peitsche, ne? Da ist die Peitsche. Ölkanne, Köcher und Zange. Da ist der Köcher. Da ist die Zange. Und die Ölkanne? Da. Ich habe die Ölkanne gefunden. Gut, du hast eine Wimmelbildszene mit weniger als 10 falschen Klicks abgeschlossen. Du gehst präzise und methodisch vor. Holmes wäre stolz auf dich, dass du das... Das hast du dir wirklich verdient. Oh, ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist. Es gibt sogar eine Karte. Wie cool ist das denn? Oh, das ist eine Auszeichnung. Das ist ja mal interessant, dass es sogar eine Auszeichnung gibt. Hey, guck mal, 11 Minuten spiele ich schon. Also, ich mag das Spiel. So wie es ist. Ich finde, das ist mal eine positivere Wimmelbildablösung, Abwechslung, als das, was wir gewöhnt sind. Ach ja, die Geheimtür öffnet sich erst mit dem Schlosswetten. Oh nein, das Feuer. Eigentlich ist er ja noch zu heiß, ne? War da nicht eigentlich noch irgendwas? Da, diese Kohle, die ich mitnehmen konnte, die hat so geglitzert. Ja, sonst ist hier ja gar nichts, ne? Also ich könnte höchstens noch zurück. Oder halt in den geheimen Garten. Sonst war ja hier nichts. Also wir haben nicht das zweite Dings. Das Messer können wir noch nirgendwo mit was anfangen. Wir können das hier noch nicht aufwischen. Weil das Papier können wir dort auch nicht benutzen. Kohle wüsste ich nicht, wofür wir sie benutzen sollen. Deswegen, ich gehe mal in den geheimen Garten. A unicorn, a dragon, a werewolf? I can't believe my eyes. Sieht doch alles etwas komisch aus, ehrlich gesagt. Don't let appearances fool you, Henry. Dr. Watson is right. It is unlikely that these fantastic animals ever existed. It is, rather, a matter of a remarkable job of taxidermy. Also ich sehe da schon mal das Auge. Er hält ein Kristallauge in seiner Hand, aber ich kann sie nicht öffnen. Ja. Da ist ein Schloss. Echt gesagt, ich will kein Schloss von einem Drachenkopf wegmachen. Ich doch irgendwo, da ist noch ein Wappen. Aber das kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Werwolf. An seiner Hals hängt ein Wappenstift. Vielleicht können wir einen von Rogers Waffen verwenden, um dieses Tier herunterzuholen. Ach, vielleicht deswegen dieser Spannhaken für eine Armbrust. Da haben wir einen Lappen. Etwas befindet sich im Maul dieses Leguans. Watson. Aber ich denke mal, da braucht man einen Schlüssel für. Schmutziges Schild. Dieses Schild ist schmutzig. Es sollte dringend gesäubert werden. Vielleicht mit dem Lappen? Ah, mit Alkohol soll das sein. Aha, jetzt müssen wir schon mal mit dem Whisky. Boah, diese Geräuscheffekte. Merkwürdiges Symbol. Wir sollten einen Abdruck davon machen, dass wir... Das wird uns mit Sicherheit helfen. Aber ich... Ach doch, die Kohle habe ich ja schon. So. Fragt sich nur... Wahrscheinlich müssen wir das irgendwo anwenden, dieses Symbol, und dann ist diese Hand offen. Und dafür brauchen wir noch die Armbrust und dafür noch einen Schlüssel. Sonst wirkt es erstmal Efeu. Wenn man genau hinsieht, kann man eine Art Fresko an der Wand ausmachen, aber man kann es nicht richtig erkennen, da das mit Efeu überwachsen ist. Vielleicht mit dem Messer? Oh, ich bin ganz schlau. Wenn man genau hinsieht, kann man dann... Achso, ist immer noch zu viel. Zweimal. Okay. Ah. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Muss man halt mal gucken. Ja, Löwe wird es leider nicht, weil das passt hier nämlich dann nicht mehr. Vielleicht muss es auch dieses Männchen ergeben. Vielleicht ist das ja überall vorhanden. Sieht mir zumindest bis jetzt sehr danach aus. Oh! Wirklich großartige Arbeit, mein Freund. Wow, du hast die Rätsel in unter einer Minute abgeschlossen. Blieb dir noch Zeit zum Atmen? Ja, das war jetzt nicht besonders schwer. Das hast du dir wirklich verdient.
Also bis jetzt merke ich noch nichts vom Schwierigkeitsgrad, ne? Wieder ein Wappenstück. Okay. Da haben wir auf jeden Fall noch das Wappenstück. Da brauchen wir aber noch die Armbrust von. Und dieses Auge. Okay, warte mal, ich gehe mal kurz rauf, damit es nicht mehr glitzert. Wow, wow, wow. So, dann gehen wir wieder zurück. Hier war ja jetzt sonst nichts weiter. Und hier ist ja sonst auch erstmal nichts gewesen, ne? Dann gehen wir zur Eingangshalle. Also so in die andere Richtung. Von Hugo Baskerville. Das ist das Porträt von Hugo Baskerville. In ihm soll der Ursprung des Fluges liegen. Er sieht wirklich nicht besonders freundlich aus. Oh, naja, das ist halt immer so, ne? So, gucken wir uns mal hier um. Nein. Wintergarten ist abgeschlossen. Ein dunkler Ort. Lillys Raum, James Raum. Okay. Küche. Wir müssen in die Küche hinter diese Tür, aber sie ist verschlossen. Das Schloss ist zerstört. Wenn wir durch diese Tür möchten, müssen wir schon eine Art Säge verwenden. Dieser Ort ist so dunkel, man kann nichts sehen. Okay, da brauchen wir noch irgendwie Licht. Diese Lampen, die Kerzen können wir leider nicht mitnehmen. Lily Baskervilles Raum ist verschlossen. Bleibt uns nur noch James' Raum, ne? James Baskervilles Raum, aber wieso hat er die Tür mit diesem Mechanismus versperrt? Unvollständiges Türschloss. 4 Objekte fehlen. Gut. Also können wir im Endeffekt... Da ist noch eine dunkle Ecke. Ich glaube, ich sehe etwas in der dunklen Ecke, wenn wir es nur besser sehen könnten. Ja, uns fehlt halt so ein Licht, ne? Ein Licht fehlt uns. Okay, aber da ist noch eine dunkle Ecke. Und daneben ist noch eine dunkle Ecke. Aber wir haben halt kein Licht irgendwie. Aber irgendwie habe ich auch gerade keine Ahnung, wie es weitergeht. Das können wir dann nicht verwenden. Die Waffen können wir leider nicht nehmen. Hier ist ja sonst nichts. Also es reagiert zumindest auf nichts. Der Tiger hat... Ach so, mal das Horn haben wir ja noch. Ah, vielleicht das beim Minotaurus. Haha. 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 Du hast beide Kristallaugen gefunden. Möchtest du nun zum... Ja. Natürlich möchte ich dorthin zurück. Ach nee, wisst ihr was? Ich mache einfach mal einen Schnitt und dann sehen wir in der nächsten Folge, was passiert, wenn wir dieses zweite Auge einsetzen. Bis dahin dann tschüss, eure Time.